Da. Ja. Sind. Ja. Ja. Oh. Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns wieder mal in irgendeinem Waldstück mit der Mission, einen alten Bunker freizulegen. Das Ding soll sich hinter uns im Dickicht befinden. Wir wissen noch nicht genau wo, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das Teil finden. Durch Internetrecherche haben wir diese Location gefunden und der Einstieg soll es echt in sich haben. Ich würde sagen, wir schauen da gleich hin und dann geht's da runter. Los geht's. Der Bunker soll 4 Etagen gehabt haben. Die meisten Gänge wurden davon leider zugeschüttet. Aber die jetzige Mission ist da noch irgendwo ein Schlupfloch zu finden, durch das man da vielleicht reinkommt. Also das wäre wirklich absolut wild. Boah, hier riecht's nach Kacke. Alter, das sieht mir mal aus wie eine Lüftung. Ja. Da überall diese Betonschächte, aber da kommen wir nicht durch. Sind hier eindeutige Zeichen, dass sich hier ein Bunker befindet. Das Schwierige ist nur hier rein zu gelangen. Da hinten ist irgendwas. Aha. Ist was eingezäunt, das müssen wir uns genau ansehen. Ach du grüne Neune. Das sieht verdächtig aus. Alter, da ist ein Loch. Oh shit. Da geht's runter. Okay, da geht's runter. Alter Schwede. Alter, ich sehe da Ziegel. Das ist ein Schacht. Da geht's locker 10 Meter oder so runter. Okay, Leute, ich glaube, das ist das Ding. Das ist ja wirklich ein Einstieg wie aus dem Film. Bist du deppert, ist das geil. Es könnte sein, dass das wieder wie beim Bunker wird, dass einer oben ist und wir müssen das leer räumen, dass wir da hinkommen. Boah, da kommt aber ein schrecklicher Geruch aus dem Loch. Das riecht irgendwie leicht modrig. Wie vergorene Frucht. Boah, ich hoffe, da liegt nicht wieder ein Tierkadaver oder so unten. Wir müssen hier auf jeden Fall mit dem Seil arbeiten, weil anders kommen wir da, glaube ich, nicht drunter. Komm, Junge, den doppelten Keuscheiz rein und dann aber Abstieg. Boah, da hast du dir aber einen besonders jungen Baum ausgesucht. Hält der uns auch? Sicher. Ja, gut. Oh. Schön den Eingang noch säubern. Das ist ein ganz besonders ekliges Loch. Ich glaube, es sind startklar. Tacke. Komm runter da jetzt. Los geht's. Abfahrt jetzt aber. Das Loch ist enger als erwartet. Das ist scary. Man kann hier stehen und hier geht's jetzt wirklich runter in die Tiefe. Boah, das ist echt richtig eng. Oh shit. Oh. Ich bin fast unten. Das ist sehr scary, weil der Gang ist richtig eng. Es ist alles hier verschüttet. Ich glaube, das müssen wir ausräumen. Das ist wieder eine Challenge, weil es ist so eng, dass man sich nicht mal wirklich bücken kann. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Da kannst du nichts bewegen, oder wie? Ich komme mal raus. Boah. Also der Tunnel ist ein anderes Level. Es ist komplett eng dort drinnen. Man kann sich nicht einmal gut umdrehen. Geschweige denn sich bücken. Überall die Viecher. Ich weiß nicht, wie wir da den Schutt rausbekommen wollen. Der Fredo wird sich jetzt auch mal runterjagen und sich das Ganze ansehen. Das ist so eng. Ah, sehr anstrengend da drinnen zu sein. Schnell noch den einen Meter runter und dann den Boden aber aufbaggern. Ah, da ist der Boden. Oh, ich kann ja nicht viel bewegen. Ich komme auch nicht runter. Boah, keine Ahnung, wie wir das frei bekommen wollen. Schau an, wer hier gerade gekommen ist. Eine nette kleine Spinne. Das ist ja was Schönes, oder? Ah! Da ist das Monstrum. Oh, ich hab's gesehen von. Oh, ich muss raus, ich muss raus. Yes. Diese fette Spinne. Ich muss ruhig bleiben, weil die direkt vor meiner Fräte war. Es ist. Alter, wie wollen wir das unmöglich, machen, das Bro? Freizuräumen. Ich kann sie nicht bücken. Man bräuchte einen Greifarm oder sowas. Also, falls irgendjemand von euch einen elektronischen Greifarm besitzt, bitte schickt uns das Teil, damit wir das Loch hier freiräumen können. Nein, echt, dadurch, dass man sich da nicht bücken kann, kann man wirklich nur mit den Füßen den Schutt von einer Ecke in die nächste schieben, was auch wirklich ewig dauert. Ich sehe da eigentlich nicht wirklich eine Option gerade. Das kann nicht sein, so kurz vorm Ziel und dann können wir das Ding nicht freiräumen. So Leute, die Stimmung ist wieder am Zenit angekommen. Ein paar Stunden sind vergangen, wir sind hier herumgeirrt wie zwei Verrückte, doch siehe da, der Fredo hat was entdeckt. Da ist mein schmuckes Loch, da hat schon wer begonnen zu graben und wir bringen das Ding jetzt zu Ende und dann geht's da rein. Ah, schaut euch das an, da hinten geht's glaube ich in einen Bunker. Wir werden jetzt ein bisschen mal Loch und das Ding hier freilegen, aber Leute, eins sage ich euch, jetzt kommen wir hier wirklich rein. Jetzt haben wir mal Angriff hier. In den Maulwurf-Modus und das Ding hier freiräumen. Komm. Oh, shit. Ja, Leute, da geht's rein. Alte Holzleisten. Ah, eine Stromleitung. Ja, ein grüner Türstock mit Nägel dran.
Ja. Da tut sich was. Geht's rein, da bin ich mir wirklich 100% sicher. Hier liegen nur lose Ziegel rum, man muss die nur lostreten. Alter, schaut sich das an, wie leicht das geht. Ah, okay. Alter Schwede, mit den Ziegeln da könnte man sich schon ein kleines Häuschen bauen, die der Domi da gerade rausbefördert hat. Komm Junge, reinschaufeln. So, wir haben uns jetzt von außen raufgegraben. Da unten hat es begonnen und hier sind wir jetzt. Da oben ist ein Torbogen. Wir vermuten, dass es dahinter reingeht. Das werden wir gleich sehen. Aber jetzt geht's schnell. Wir kommen heute noch in den Bunker, Leute. Es wird. So Leute, es ist mittlerweile dunkel, aber wir geben nicht auf. Seht euch das an, da geht's rein. Da geht's auf jeden Fall rein. Man muss nur geduldig sein. Die Geduldigen werden belohnt. Ganz genau, also komm Fedo, Vollgas. Es ist nicht leicht, aber man darf bei sowas nicht aufgeben. Irgendwann ist man drinnen in dem Ding, ich sag's euch. Ja, das ist ein großer. 4 Stunden mittlerweile am Malochen, aber wir geben nicht auf. Fedo, komm. Super. Ah! Langsam wird man hier verrückt. Es ist kein Spaß mehr. Das fühlt sich wirklich an wie die Suche nach dem verlorenen Schatz. Aber wir geben nicht auf. Kurzes Update. Wir sind mittlerweile 6 Stunden hier. Sind nicht in den Bunker reingekommen. Waren hier gerade noch immer am Graben. Alle Lichter sind ausgegangen. Ich glaube, wir lassen es an der Stelle für heute, Leute. Und sehen uns morgen. Da sind wir wieder. Was war da gestern los? Gebuddelt, was das Zeug hält, wie 2 Verrückte und da war da doch nichts. Haben uns leider geirrt, denn wir sind später durch bisschen Recherche draufgekommen, dass dieser Hügel großteils auf Schutt erbaut wurde. Das heißt, da hätten wir noch sehr lange weitergekramt. Aber was soll's, es ist mittlerweile ein neuer Tag. Wir haben wieder Energie getankt und hinter uns hier im Wald soll sich eine ganz wilde Location befinden. Und zwar ist da ein Ziegelwerk aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Fotos haben richtig geil ausgeschaut. Ich würde sagen, wir schauen da gleich hin und exploren dieses Ding. Los geht's, Leute. Da hinten sieht man auf jeden Fall schon den Schlot. Ich habe das Gefühl, da gibt es auf jeden Fall eine Menge Action. Aha, da sehe ich schon die erste Ziegelmauer. Ah ja, und da ist der Rest. Da ist das Ding. Ziegel überall. Sieht aus wie so eine Art Ofen hier. Alter. Sieht schon richtig wild aus. Das ist ein riesiger Ziegelofen, glaube ich. Gleich mal rein hier. Überall so Schlitze im Boden. Ja, da geht's runter. Irgendwo muss es da den Eingang geben, in den Untergeschoss. Ein guter alter 560er. Boden fühlt sich hohl an hier. Vielleicht ist da ein Gang runter oder sowas. Bevor wir uns gleich auf die Suche nach dem Einstieg in den Untergrund hier machen, glaube ich, klettern wir hier aufs Dach. Also ganz so elegant sieht das nicht aus. Komm durch, Kämpfer. Das ist komplett verwildert hier oben. Boah, wie stabil ist das Ding nicht mehr. Und ihr seht, wir sind wirklich komplett in der Pampa. Ja, viel gibt es hier oben nicht. Komm runter hier jetzt wieder. Ja, jetzt aber mal den Schlot unter die Lupe nehmen. Boah, schaut euch das majestätische Ding an. Ist ja wirklich riesig. Es muss ja eigentlich unterirdisch irgendwas geben, weil der Schlot steht hier wirklich frei. Der muss auf jeden Fall irgendein Zulauf sein. So, irgendwie kommt man da runter, da bin ich mir sicher. Fast so sicher wie gestern, Leute. Eine Art Abdeckung. Mal nix. Aha. Also hier im Busch sehe ich eine kleine Öffnung. Ja, ja, da ist ein Hohlraum. Löst sich hier. Das könnte was sein. Also auf jeden Fall irgendein Hohlraum, aber der ist genau knietief. Ich weiß ja nicht. Da muss es irgendwo einen Haupteingang geben. Ja, da ist eine Platte im Boden. Aha. Zeug. Und da. Oh shit. Wie versteckt das Ding ist. Echt krank versteckt. Boah. Hier kommt auf jeden Fall ein eigenartiger Geruch hoch. Also es sieht echt aus, als wäre das so ein Verbindungsgang von den Ziegelbrennereien rüber zum Schlot, wo dann quasi der Rauch durchging. Ich würde sagen, wir probieren jetzt runter zu klettern. Boah, das wird schwer. Ich weiß nicht, ob ich meine Hüfte da durchbekomme. Alter! Bist du durch? Ich bin mit der Hüfte drin. Geil! Die Schultern sind ein Problem, oder? Ah, da ist ein riesiges Spinnennetz bei meinem Knie. Kannst du mich so halten und reinlassen? Ja. Festhalten. Ich sitz. Boah, du bist drinnen.
Es ist einfach nur schmerzhaft und krankeng. Das Ding ist halt so groß wie mein Kopf. Kommst du da eh wieder raus? Ich weiß nicht. Aber du musst auch da runter, ja, auf jeden Fall. Ich hab Bock. So. Da vor mir ist der Schlot, glaube ich. Da sind irgendwelche Äste drinnen. Und da hinten, da geht's Richtung Öfen. Ja, der geht aber weit. Okay, Domi, ich gehe nach vorne, du kommst runter. Ja, komm! Damit du mehr Platz hast. Schau dir das mal an, da sind Spinneneier drauf. Was ist das für ein Spinnenstock? Kommst du da überhaupt wieder raus? Ich habe gerade drüber nachgedacht, das wird schwer. Ich kann den natürlich hier auch nicht hängen lassen. Das heißt, ich werde mich da jetzt einfach reinstürzen und im schlimmsten Fall sind wir da beide gefangen. Komm, jetzt aber mal rein hier. Tierkot. Tierkot? Ja. So langsam kriege ich immer weniger Bock, da zu dir zu kommen. Boah. Alter, ist das eng. Boah. Ja, ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Wow, und Spinnenweben überall. Ich will da gerade gar nicht drunter schauen, einfach weil ich jetzt schon Panik habe vor den Spinnen, die ich da gleich sehen werde. Ja, da ist nichts. Hallo. Wunderschön hier drinnen. Angenehm hier unten. Ein toter Skarabäus. Da sind ur viele Käfer, kopflos, die herumliegen. Kopflos? Ja, ja, kopflose Käfer? Also das klingt so, als würde hier unten ein Monster wohnen. Es ist schon wirklich ein dreckiges Loch. Ich würde sagen, wir erkunden das Teil jetzt mal. Oh, da ist ein lebender Käfer. Wirklich? Alter, was machen die da? Domi? Ja! Ah! Boah, der riecht! Boah. Ah, du Boah, du Schwein. Boah, hier riecht's wirklich wie in einer Eierkammer. Boah, Frieda, den kannst du echt nicht ablassen. Ich glaube, da kann man wirklich bewusstlos werden. Boah. Da ober dir ist eine fette Spinne. Wo ober mir? Direkt über deinem Schädel. Weg, weg, Frieda. Ja, jetzt über deinem Rücken. Geh weg da, schnell. Boah, Gefahr überall. Da Fridos Giftschleuse und da hinten die fette Spinne. Das ist schon extrem. Alter, ich merke, man muss hier gar nicht toben. Man kann hier auch im Squat-Gang herumgehen. Überall seitlich diese Gänge, die führen höchstwahrscheinlich wirklich rein in die Ziegelöfen. Hier ist so eine Minikammer. Ja, wenn man das irgendwie aufkriegt, geht es wahrscheinlich raus, aber das schaut sehr schwer aus. Bewegt sich irgendwas? Gar nichts. Unmöglich, kriegen wir nicht auf. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Hier umdrehen ist eine Challenge. Alter, sieht das geil aus. Ja. Ja, geschafft. Da geht's jetzt rein, Leute. Direkt in den Ofen. Ja. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ja! Ah! Was war da? Eine fette Spinne. Oh, da ist die nächste. Da ist noch eine. Oh, der Spinnenstock ist gebrochen. Nein! Oh. Ich meine nach links. Da passe ich nicht rein. Schwer. Es wäre gerade nicht schon genug, aber kommt. Ich habe gerade irgendwas zerquetscht. Ich glaube, das war scheiße. Jetzt kurz wirklich absolute Ruhe, weil das ist ein Fullsend. Ja, komm. Hier sind überall so schwarze Ausblühungen an der Decke. Oh, das ist wirklich eng. Oh, da ist auch ein Ende. Ich muss jetzt raus. Oh. Rückzug. Boah, das Ashanti-Yoga hat sich ausgezahlt. Da ging es nicht weiter, es ist bei beiden Seiten ein Ende. Gott sei Dank. Wir werden jetzt hier in die andere Richtung schauen, weil da geht es ja Richtung Schlot. Vielleicht können wir diesen Schacht irgendwie freiräumen und dann in den Schlot klettern. Das wäre ja übergeil. Überall die Knochen. Ist wahrscheinlich ein Tier hier gestorben. Das ist anstrengend. Der Weg raus wird lustig. Ah, ich habe Gänsehaut vor dem Ausstieg. Ich weiß nicht, wie wir rauskommen. Es wird auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Mal kurz hier am Ausgang resten und Frischluft atmen. Es ging nach hinten los. Wir werden jetzt mal probieren, ob wir hier auch ein Überholmanöver hinbekommen. Wie auf der Autobahn. Einfach zackig überholen. Komm, gib Gas jetzt. Nein, nicht Gas geben. Nicht Gas geben. Nell vorbei hier. Was ist? Spinne. Stock? Hoi. Also viel Platz ist da nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir das da wegbekommen. Das ist ein richtiger Berg. Ich versuche mal da ein bisschen reinzugraben, aber es schaut schlecht aus. Ja. Bewegt sich gar nichts. Bewegt sich absolut nichts.
Versuchen wir jetzt hier rauszukommen, ja, dass wir hier nicht verenden drinnen. Alter, das ist wieder eine Challenge. Boah. Ah, das ist schmerzhaft. Oh, komm. Wow, okay, das ist nicht so leicht. Ah. Ja, komm, du hast das. Ja! Ah! Huh! Wow! Bin noch immer nicht ganz draußen. Wow! Alter! Okay, das war ja mal wirklich eine Challenge. Komm, Fredo. Ja, zuerst die Arme irgendwie durch und dann mit den Füßen nachhelfen. So, und dann kannst du dich hier ziehen am Ast. Ja, jetzt mit Gewalt. Jetzt durchdrücken. Ich häng fest. Du musst wirklich beide rüberkriegen. Panik. Na, bleib locker für. Boah, ich war gerade, bin so gesteckt und hab ein bisschen Panik bekommen. Das ist das Schlimmste in so einer Situation. Einfach locker bleiben. Es dauert ein bisschen, aber man kommt aus. Wichtig ist, beide Arme zuerst durch. Das ist am wichtigsten. Wenn ich mich bei dir anhalten kann am Anfang. So. Fass durch. Komm, bisschen noch. Ja. Ja. Jetzt bräuchte ich irgendwie. Ja, fast. Mit den Füßen nach. Alles gut? Locker bleiben. Du bewegst dich Millimeter für Millimeter. Bleib einfach ruhig. Das geht langsam, du kommst safe raus. Ja, genau. Das sieht gut aus. Okay, danke. Ja! Ja! Alter, ich wäre da nicht alleine rausgekommen. Oh. Teamwork makes the dream work, Leute. Komm mal raus, Fredo. Die Hüfte ist auch noch knifflig. Ich weiß. Alter, wie sind wir da reingekommen? Alter, das war geisteskrank. Ich bin einfach gesteckt. Ohne Thomas Hilfe wäre ich nicht rausgekommen. Ich hatte halt gar keinen Spielraum und musste wirklich mit Kraft mich durchquetschen. Draußen. Boah, Bro. Das war geisteskrank. Ich hatte Panik, ich wäre halt nicht alleine rausgekommen. Also das war wirklich mal ein enges Loch. So, wir werden uns jetzt direkt aufmachen zur nächsten Location, weil wir haben natürlich noch ein paar andere Dinge im Petto und da geht es jetzt direkt hin. So Leute, wir haben gerade 1 Uhr am Abend, waren den ganzen Tag unterwegs, haben nichts gefunden und sind jetzt wirklich in letzter Minute noch auf einen kranken Spot gestoßen. Das Ding ist wirklich geisteskrank. Das könnte die wildeste Mission, die wir jemals gemacht haben, sein. Und zwar gibt es hier einen ganz kleinen Eingang. Unten soll ein riesiger Bunker sein. Es geht einfach über 10 Meter in die Tiefe. Wir werden uns da gleich abseilen. Wir haben Verstärkung und zwar Team Fett aus England. Hallo. Seht euch das Ding bitte mal an. Was zur Hölle ist das für ein Eingang in die Tiefe? Ungefähr 20 Meter runter, kurzer Soundcheck. Alter Schwede, das geht tief runter. Und da geht's jetzt direkt runter, wir werden das Seil dafür benutzen. Gleiches Prozedere wie immer, einen guten alten englischen Keuschheitsknoten reinballern und dann geht's da runter. Are you hyped, Mord? Ja, man. Crazy shit, bro, going on here. Komm, runter. Dann los geht's jetzt. Der Fede jagt sich jetzt direkt ins Loch. Das kann ich, ja. Die Fußende, ja. Careful, fuck. Yes. Drinnen ist er. Kannst du da stehen? Ja. Geben. Ich bin jetzt in diesem Eingang drinnen. Es sind überall Spinnen. Boah. Und da geht's runter jetzt. Alter. Ich gehe jetzt einfach mal runter und schau, wie weit ich komme. Okay, nein. Ich geh runter. Da ist der Raum runter. Das ist echt geisteskrank. Alter Leute, wo bin ich hier? Das ist geisteskrank. Was zur Hölle? Das Ding ist riesig. Ich bin so hyped, das zu exploren. Das ist so krank. Es wird eine Mission, da wieder rauszukommen. Nur mit dem Seil rauf wird schon hart. Komm runter. Ja, ich komm. David, come on. You got it. Jesus Christ. Bro, going up is gonna be insanely f***ed, bro. Oh man, f***ed.
stuck here. Wow. Also rauskommen mit der Mission. Nur noch der Klaus fehlt gerade, aber der hat ein bisschen Schiss hier reinzuklettern. Das heißt, ich werde jetzt nochmal raufklettern und ein bisschen helfen. Gut, dann holen wir den alten Engländer mal. Klaus, what's the problem? I'm fucking scared. All of this type of like claustrophobic stuff is fucking scary for me. Bro, once you go through, you will see that it's really easy. Trust me. Okay, der Klaus wird sich hier jetzt reinzwängen. Ich werde hier warten, aber der hat das. I will guide your legs to the thing where you can completely rest and stand. Okay, wait. Believe me, this is so easy. Wir haben es geschafft. Der Klaus ist auch drinnen. Das heißt, es kann jetzt losgehen. Angriff! Is there less dusty down there, guys? Yeah. Really dusty. Fuck's sake. Und da kommt er. Da kommt er, der Klaus. In alter Weihnachtsmann-Manier. Look down, there's a hole. You got it? Yes! Klaus, really scary, bro. I'm proud of you. Yes. Alle Mann drinnen. Yes. Jetzt kann's losgehen. Schaut euch dieses Ding an. Ein riesiger Raum, alles aus Backstein. Für uns geht's jetzt mal hier runter. How was the climb? It was fine, but it's really scary. Can we set one rule that if I want to get out, one person comes out with me? Yeah. Respekt an den Klaus. Er ist ein wenig klaustrophobisch, hat das Ding aber weggesendet. Respekt. Oh, der hier ist Kohle, ich glaube jetzt mal gebrannt. Lauter Reifen. Boah, eine riesige Halle. Was ist das hier? Das Ding war eine Brauerei und im Zweiten Weltkrieg irgendwas für Munition oder chemische Sachen. Genau weiß ich es auch nicht. Aber auf jeden Fall richtig krass, dieses Gebäude. Das sind teilweise neue Leitungen und Lichter. Wir vermuten, dass dieses Ding zwischengenutzt wird. Vielleicht als Lager, aber hier liegt wirklich nichts außer Schutt. Seht euch diese alten Luftschutztüren an. Oh. Was ist das für ein Ding? Ein altes Telefon. Hupe. Das muss wirklich steinalt sein. Hier liegen überall Sachen rum. Oh, das zerfällt alles schon. Schaut sich das an. Eine Mistgabel. Überall Teile von einer Matratze. Hier hinten Klos. Alte zertrümmerte Kloschüsseln. Was mit Stern? Hier hängen überall Sachen von der Decke, da drüben sehe ich noch eine alte Glühbirne. Schaut sich die ganzen Röhren hier an und hier an der Wand kann man die Nummer 22 erkennen. Wieder eine alte Tür hier. Da, wir haben hier gerade ein Loch in der Decke entdeckt und eine Leiter, die drauf führt. Ich glaube, wir werden da jetzt kurz mal hochschauen. Okay, Leute, das scheint eine Art Ausgang zu sein. Hier sind überall Spinnennetze. Kämpfe ich da jetzt kurz durch und schaue, wie ich das aufkriege. Oh. Mir ist gerade ein halben Kilo Erde auf den Kopf gefallen. Aber ich kann hier rausfilmen. Ich glaube, so werden wir nachher rausklettern. Oh! Da ist ein big ass rock. Boah, wow, die Hose ist fast unten. Boah, du hast so viel Dreck im Gesicht. Wir sind hier gerade irgendwo reingegangen. Es ist einfach eine Treppe, die raufführt. Oh. Wir gehen hier gerade einfach eine Wendeltreppe rauf. Eine komplett eingestürzte Wendeltreppe. Boah, die geht richtig weit hoch. Hier ist eine Endstation, hier geht's nicht mehr weiter. Das ist zugemacht worden. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Ja. Das sind sicher zwei, drei Stöcke, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß dieses Ding ist. Mehrere Stockwerke, riesige Hallen. Wir haben hier gerade eine alte Zeitung gefunden, 1974. Das ist noch richtig gut erhalten. Von Favoriten aus die Welt erobern. Hier alles noch in Schilling. Boah. Das ist wie eine Zeitreise gerade. Sorry, hier geht's rauf in ein zweites Geschoss. Mhm. Überall Haken, die von der Decke hängen. Wie die Wurzeln hier aus der Decke kommen. Super, super. Wo geht's denn hier rein? Oh. I think he used to cook him. Oh, einen grünen Veltliner haben wir hier. Ein edler Topfen. Hier hängt noch ein altes Licht von der Decke. Das ist so ein richtig fetter Ofen. Alter. Was ist das wahr? Hier sieht man gut einen Eingang, der verschüttet worden ist. Hätte man hier nicht mehr reinkommt. Aber wo ein Wille, da ein Weg, Leute. Das sind alte Schiede, die herumliegen. Die müssen richtig alt sein. Festle. Da sieht man gut den Adler oben. Boah, schaut euch den Fungi an. Hier will man sich ja direkt auf die Pizza hauen. Was für ein Fungi. Eieiei. Aha. Das sind wieder Stiegen. Boah, ich frag mich, ob die auch runtergehen. Also wenn hier echt noch ein Untergeschoss ist, wäre das geisteskrank.
Ja, das Ding ist komplett verschüttet. Also kommen wir leider nicht weiter. Wäre aber interessant, das Ding mal freizuräumen, ob es da noch runter geht. Alter, geht's einfach nochmal weiter. Das hat kein Ende, dieses Ding. Einfach nur heftig aus. Du schaust so lustig aus. Ja. Du hast überall Staub. There is another floor. What? Bro, das gibt's doch nicht. Da unten geht's weiter. Oh, das sieht aus wie ein Untergeschoss hier. Vielleicht auch so eine Art Abwassersystem. Hier gehen überall so kleine Kammern drüber, leider alle verschüttet. Groß ist das hier nicht. Und so ist boah, das ist wild. Die Zeitung ist einfach von 1956. Da ist 1956. Sternbrauerei stellt den Betrieb ein. Henry Dunant lernt die Schrecken des Krieges kennen. Arbeiterzeitung, Zentralorgan der Sozialistischen Partei Österreich. Wien, Sonntag, 14. Februar 1960. Das ist wirklich steinalt. Echt wild, was man hier alles findet. Boah, ich glaube, wir müssen hier raus. Mir wird echt ein bisschen schwindelig langsam. Es ist mittlerweile 3 Uhr. Wir waren jetzt 3 Stunden in dem Ding drinnen. Ja, es wird Zeit rauszukommen. Nichts wird raus hier, Leute. Wir sind wieder beim Ausgang, den wir gefunden haben. Unsere Lichter neigen sich dem Ende zu. Es wird Zeit, jetzt hier rauszukommen. Ja. Raus jetzt, Leute. Ach, endlich wieder frische Luft. Alle Mann draußen, das Ding noch schließen und dann nichts wie weg hier. Boah, das war abartig. So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wir haben es wieder heil rausgeschafft. Also was waren das für wilde Tage? Da war wirklich alles dabei. Von kompletter Frustration bis hin zu einem kranken Ziegelwerk und dann am Schluss noch diese wirklich komplett geisteskranke Mission. Dafür natürlich nicht vergessen zu abonnieren, liken und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute. Noch ein dickes Shoutout an Team Fett. Unbedingt den Channel von... Why you look like this, bro? I'm trying to understand what you're saying. Why you look like this? Der schaut mich an, als hätte noch nie einen Menschen gesehen. An der Stelle Team Fett auschecken. Der Link ist unten in der Video-Description. I'm really happy I managed to squeeze through the tight hole. Yeah, bro. In dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal.